Das Geheimnis ist gelüftet. Wartet mal. Ein Brief, sag bloß du mit diesen hier. Der ist mir vorhin noch glatt auf den Kopf gefallen. Mir kannst du gern dem Wingull wiedergeben. Ich war zu früh hier unten und hab deswegen ihm den Brief nicht mehr geben können. Toll, oder? Also, willkommen zurück, Leute, bei diesem Epic Fail gleich mal. Da war irgendwas von Briefe-Regeln gelabert, das habe ich mitgekriegt. Aber, ja, den Rest... Da hatte ich, ja, keine große, Dings. Keine große Zeit dran, wahrscheinlich nochmal mit dem zu reden, was ich hätte tun müssen. Naja, wäre dieses Rätsel wenigstens auch gelöst. Im Übrigen, was ich noch loswerden wollte, das könnte ich jetzt schon lange nicht erläutern. Wir haben ja von Lebele damals den Superangel gekriegt. Nun, es ist die einzige Angel, die wir im Spiel kriegen. Es gibt keine normale Angel mehr und es gibt auch keine Profi-Angel mehr. Überhaupt kann man in diesem Spiel erst, wie ihr seht, nach den Top 4 angeln. Da kommen dann immer ganz seltene Pokémon auf der Superangel gleich. Aber natürlich hat das, ja, das typische Carpador-Barsch-War-Angeln erschwert. Zum einen natürlich, Carpador ist immer Angeln und zum anderen Barsch war Hölle-Angeln. Das kam jetzt ein bisschen abhanden. Oh komm, Tangela, nervt doch nicht. Was, ja, ein bisschen schade ist. Weil der Angel doch so sehr in den Hintergrund gerückt ist und es nur am Ende praktisch benutzt wird, nochmal um den Pokédex einzusammeln. Sehr, sehr schade. Naja. Muss man dann alles durch Surfen holen. Aber da gibt es ja leider auch nur zwei Pokémon, nämlich Barschuft und Aquaculp. Hey, das ist ja super, das ist einer der besagten Briefe. Du solltest gleich mal den Wingull zeigen. Du hast sie alle wieder beschaffen, damit ist das Wingull aus dem Schneider. Wingull. Da freut sich's und fliegt davon. Der Wingull ist ganz glücklich weggeflogen und in den Himmel entschwunden. Huch, jetzt hat er was fallen lassen. TM89 Kehrtwende ist unsere Belohnung hierfür. Vielen Dank, Trainer. Diese Freude in den Augen eines Pokémon zu sehen, macht einen selbst ganz glücklich, was? Ja, das auf jeden Fall. Okay, gut, dann kehren wir jetzt zurück nach Ondula. Und ihr seht schon, wir nähern uns immer mehr dem Ende des Spiels. Die Städte werden weniger, die Routen werden weniger. Aber selbst wenn wir auch diese letzten Orte erkundet haben, haben wir hier noch viel, viel vor uns. Zunächst, wobei, nee, das ist gerade eine schlechte Idee. Okay, zurück. Da zunächst würde ich sagen, erkunden wir Ondula einmal ausgiebig. Beginnen wir doch dabei mit dem Pokémon Center, der schönen kleinen idyllischen Städtchen hier. Hallo junger Mann, du hast in Ondula ein großes Anwesen, da muss aber jemand ziemlich reich sein. Hier eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Eine Schönschuppe. Schon schön, so eine Schönschuppe. Es lohnt sich bestimmt, wenn du sie einem deiner Pokémon zum Tragen gibst. Ja, wir haben ja vorhin auch schon einige gefunden. Die gucke ich mir gleich nochmal ganz genau an. Na, nur Blödsinn. Was ich jetzt aber mal brauche, ist wieder frische Items. Genau. Übertrank. Ja komm, erhöhen wir auf 20. Das ist ein Richtwert. Beleber. Ja, machen wir mal 13 neue. Und ansonsten passt das doch, ja. Okay, genau, diese Schönschuppe möchte ich mir jetzt mal genau angucken. Das Item kenne ich selbst nicht so genau. Ganz oben, oder? Nee. Achso, Moment. Genau, das war ein Mode-Accessoire. Okay, dann ist ganz klar, es ist ein Accessoire. Was, ja, die Pokémon wohl schöner macht. Bleibt wirklich, dass ich zwei finde, aber okay. Ondula, die Stadt, in der die Wellen kommen und gehen. Das Meer, der Ursprung allen Lebens. Was, hast du soweit das Auge reicht? Hier, du bringst deinen Pokémon am besten dieser Tage bei, dann kannst du dich nämlich volle Kanne ins kühle Wasser stürzen. VM06, Taucher! Ja, richtig, Taucher! Ist wieder da? Nachhöhen, aber diesmal VM06, nicht VM08. Die VM enthält die Attacke Taucher. Es gibt an der Meeresoberfläche manchmal so dunkle Stellen. Da bietet es sich an, einen Tauchversuch zu starten und in die Tiefen des Meeres hinabzugleiten. Richtig, es gibt gar keine VM08 mehr, es gibt nur noch 7 VMs und die 8. davon, und die 6. davon ist eben Taucher. Allerdings, ach so,
Sehe ich jetzt das? Es gibt sogar nur 6? Stimmt, Kaskade ist ja von vor allem 7 zu vor allem 5 gelegt worden. Allerdings brauche ich hierfür wieder Enteron. Okay, das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall cool, dass es wiedergekommen ist, aber das werde ich dann noch näher erläutern. Und oh. Huch. Das ist ja tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Wer hätte gedacht, dass ich hier in diesem fernen Land jemanden begegne, der die gleichen Augen hat wie ein gewisser Trainer aus Pokémon Diamant, Perl und Platin. Sag, wie heißt du? Aha, Caleb. Den Namen werde ich mir merken. Ich heiße Cynthia und ich bin Trainerin. Ich bin sehr wissbegierig, weißt du? Darum erforsche ich die Legenden, die sich um Pokémon ranken. In Ondula gibt es doch eine Unterwasserruine, nicht wahr? Und ich kann hier das Anwesen eines Bekannten als Unterkunft benutzen. Ich fände es übrigens sinnvoll, wenn wir unsere Pokémon mal gegeneinander antreten ließen. Wieso können wir uns nämlich besser kennenlernen? Würdest du das gegen mich antreten? Oh no! Vielleicht gar keine so schlechte Entscheidung. Falls du es dir doch noch anders überlegst, sprich mich einfach an. Würde mich freuen. Sie ist scheiße stark. Sie ist der stärkste Champ der Geschichte. Und genauso benimmt sie sich hier auch. Natürlich große Ehre von Ondula, wenn so eine berühmte Persönlichkeit bei ihnen kampiert. Beziehungsweise, ja. Gastiert, mehr oder weniger eher. Mann, hier ist ja wieder keiner in den Häusern. Das großartige Anwesen, das Sanktum der von Zaster-Dynastie. Ja, das ist relativ interessant, was da ist. Passiert. Wir erhalten einen riesen Nugget, sogar 10.000 statt auf 5.000 wert. Sei gesagt. Das ist ja total gelangweilt aus, hm? Du hast anscheinend nichts zu tun. Aber ich würde mich anbieten, einen Pokémon-Cup für dich auszutragen, na? Ja, es ist jetzt ein bisschen wie ein Kolosseum und XD. Da fragen die Leute, ja, hast du Bock? Und man sagt ja oder nein. Gab's in Spielen jetzt selten, dass in Städten, also in Edition, dass in Städten da jemand wirklich fragt. Wie gesagt, es kommt selten vor, aber hier kam es jetzt vor. Und ja, lassen wir ihn da nicht warten. Bammelin, ciao. Oh, es war ein Zaster, glaube ich, oder? Du gefällst mir. Komm mit mir nach Hause. Es gibt da etwas, was ich dir zeigen will. Und damit beginnt es. Richtig crazy zu werden, mehr oder weniger. Echt klasse hier, oder? Richtig schön geräumig, was? Bitte fühle dich in dem Anwesen meines alten Herrn ganz wie zu Hause. Leider gibt es hier absolut nichts zu tun. Ja, ist einfach nur pure Langeweile. Alles, was meinem Papa interessiert, sind alte Artefakte aus irgendwelchen Ruinen. Sag mal, dir ist doch sicher auch hin und wieder langweilig, oder? Dann komm doch morgen wieder vorbei. Ich tritt gerne nochmal gegen dich an. Ja, die Sache ist halt die, mit jedem weiteren Tag, in dem wir kommen, wird ein Trainer mehr erscheinen. Das zeige ich euch am besten jetzt gleich ganz, ganz schnell. Ihr seht, jetzt passiert nichts. So, jetzt werde ich das natürlich vorspulen, damit wir hier nicht allzu lange dran sitzen. Also bis gleich. Magical Warp, ein Tag ist vergangen. Fragen wir ihn doch mal. Da bist du ja! Mir ist so furchtbar langweilig. Sieht man mir bestimmt auch an, oder? Ich trete gern wieder gegen dich an. Jo. Und damit ist dieser Kampf nun im vollen Gange. Gegen den Zaster Drake. Ja, es geht nur darum, das Bammelin zu erledigen. Damit kennt sich die Adventshipperin ja zu Genüge aus. Hat es ja schon einmal, also. Genau, so Bammelin. Jetzt lässt sich auf. Ui, das hat aber Spaß gemacht. Na Trainer, wie geht's? Irgendwie langweile ich mich im Anwesen meines Vaters nur. Wärst du vielleicht so freundlich, mir ein wenig mit deiner Zeit zu schenken? Boah Leute, was hier für Probleme. Und ja, euer Vater ist reich, ihr habt ein schönes Anwesen, ey. Ich werde den ganzen Tag nur zocken und aufnehmen. Auf diese Idee kommt der ja nicht. Nein. Naja. Gut, Teddy Ursa. Ich weiß, ich hätte auch auf eine Kampfattacke gehen können, ist aber zu unsicher bei dem derzeitigen Levelunterschied. Ja, super. Ach komm! Was ist das denn jetzt schon wieder? Volltrefferfuchtler, ja sicher, ey. Kannst mir viel erzählen, blödes Teddy Ursa. Die mit ihren dreckigen Volltreffern die ganze Zeit. Da brauchen wir mir auch nichts zu erzählen mit. Ja, laber nicht. Es ist so, Leute. Ihr könnt viele fragen. Es werden viele bestätigen.
Gerade auch Leute, die in der Kampf-Vetro spielen, die haben einfach mehr Volltreffer als man selbst. Und das ist scheiße. So. Schlappohr weg. Und es redet einfach so auf, wenn ein Pokémon mit einem Angriff eigentlich nichts anhaben kann. Da kommt so ein mega Volltreffer. Aber gut, wenigstens kriege ich hier viel Geld. Am Wesen meines Vaters weiß ich nie, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Bitte bär mich doch auch morgen nochmal, dann kämpfen wir wieder. Ja. Wir kennen das Spiel. Also bis morgen. So, da sind wir wieder. Und nun heißt es erneut gegen sie kämpfen. Mit dem Ding wieder gegen die Antenne. Zuerst müsste ich mit meinem Bruder stellen, ja. Da das relativ sinnlos ist, das immer wieder zu zeigen, werde ich mich dann einfach immer wieder beim neuesten Trainer melden. Also kämpfe ich mich jetzt hier durch und ja, wir sehen uns noch beim neuesten Trainer. Bis dann, Leute. So, da haben wir die Tusse erledigt. Eieiei, hier ist ja ganz schön was los. Und es geht weiter. Vielen Dank, dass du dich meinen Enkeln als Gegner zur Verfügung gestellt hast. Nur wenn du erlaubst, ich bin dann mal so frei und überzeuge mich selbst von deinen vielgepriesenen Fähigkeiten. Ja, natürlich ein guter Ort zum Trainieren. Bin gespannt, welches Level Adventure-Brenn ganz am Ende haben wird, wenn sie hier immer durch wascht. Aber ja, letztendlich ist es schon ein bisschen nervig, wenn ich euch das jetzt zeigen will. Aber nur zum Zeigen ist nervig. Ansonsten ist die Idee ganz gut, jeden Tag kommt. Man wird wieder einen neuen Trainer, gegen den man kämpfen kann. Das ist schon okay. Oh, ich habe vergessen, dass das Ding Psycho ist. Ja, das kriegt sie erst als Bronzon. Ja, dann kann ich auch nichts machen, du. Gucken, ob das mehr abzieht. Oh, ich bin Bronzong so Bronzel so absolut nervig. Die kommen viel zu oft in Diamant, Perlen, Platin vor. Das ist wirklich das einzige Pokémon, was ich sage, das kommt zu scheiße oft vor. Und es nervt einfach durch Hölle. Weil manche haben dann auch noch Schwebe, da kann man die nicht mehr mit Boden erledigen und ah. Hört mir auf, du. Das ist das einzige, falls ich mal die Generation 4 LP sollte, wo ich mich nicht drauf freue. Oh, cool, ein Kangama sehen wir mal. Nicht schlecht. Also, Durchbruch. Ah, endlich mal zwei gleich große gegeneinander, aber ich hoffe, ich habe das Baby nicht im Mitleid. Au. Nicht doch, nicht doch. Surf's weg. Also, ich dachte eigentlich, Maxas ist ein cooles Pokémon. Aber so oft, wie der jetzt schon K.O. gegangen ist, fange ich fast an daran zu zweifeln. Ständig haut irgendjemand eine Attacke raus und erledigt ihn damit. Warum denn? Das Ding ist Drache, verdammt. Das ist einfach nur das Moveset-Scheiße. Es wird mal ein besseres Moveset geben. Das kann ich natürlich schon machen, aber naja. Nächstes Mal setze ich vielleicht einfach ein paar Runden Drachentanz ein. Volgantis, du hättest ruhig sterben dürfen. Würde ich nur erwähnen. Ja, du auch! Nee. Du. Oh, da habe ich wohl wirklich verloren. Du bist wirklich stark. Und du hast ein gemütliches Plätzchen. Hat man wenigstens noch seine Ruhe. Zugeben, für meinen Enkel mag es jetzt freilich ein wenig langweilig sein. Komm doch morgen wieder auf einen Sprung vorbei. Mein Enkel freut das bestimmt. Ja, es geht immer weiter, Leute. So, da bin ich wieder. Der Kampf war absolut kein Problem. Ich habe 4-mal Drachentanz am Anfang eingesetzt. Da konnte ich die Oma ganz einfach besiegen. Hoho! Nach so langer Zeit mal wieder einen Pokémon-Kampf bestreiten zu können. Da kommt Freude auf. Hä? Es juckt mich schon in den Fingern. Wärst du so freundlich, dich mir im Kampf zu stellen? Ja, jetzt kommt der Opa auch noch. Danach kommt dann Haushälterin. Ex-Frau. Stiefkinder, 3 Stück, Schwager, Nutte, was weiß ich. Auf jeden Fall ist dann alles durch. So, Potrot, sehr gute Verteidigung. Aber er kann mir relativ wenig Schaden machen gewonnen. Daher mache ich es so wie auch davor. Und gehe auf Drachentanz. Ja, das war jetzt ein Volltreffer, aber wirklich viel wird mir nicht passieren. Und durch Drachentanz kann ich mich wirklich extrem stark steigern. Während ich hier keine große Gefahr zu... Ja, gut, der steigert seine Verteidigung natürlich immer weiter. Für Potrot werde ich natürlich trotzdem noch wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen, aber für die Pokémon danach, der 4 Pokémon, dürfte es auf jeden Fall von Vorteil sein. Komm, reiß ihm den Kopf ab. Reiß dieses dumme Arschloch einfach in 2000 Stücke, bitte. Komm. Vernichte es. Reiß es auseinander.
blödes Ding! Ich werde euch jetzt sowas von beibringen, mein verdammtes Max, das ist endlich in Ruhe zu lassen mit eurem Scheiß! Und ich alles so platt machen! Dass du dich lassen kannst, ja? Das ist eh keine Chance. Ich werde dich so vernichten, glaub mir. Hau ab! Geh dir gerade diesen von unten angucken. Quackst du mir egal. Komm, gib's her. Was für Nervensägen! Wie die einfach Max sagt, ständig töten! Die können ihn einfach nicht in Ruhe lassen, oder? Ständig irgendeinen Scheiß und er ist tot. Es langweilt. So, Black, hau ab. Leute, deswegen habe ich Zekrom. Solche Spasten. Ich ja auch einfach mal können, ja? Okay, wenn er stirbt, ist es mir wurscht. Hauptsache, ich kann jetzt dieses blöde Ding da weghauen. Ja, dann sterb halt, du. Ja, okay. Dann halt so. Oh Mann, ey. Absolut angekotzt, der Kampf. Die K.O.s von Maxax langweilen einfach nur noch. Cool, Mann. Oh, Mann, macht das Spaß, seine Pokémon im Kampf antreten zu lassen. Manchmal kannst du ein bisschen auf ihn gar nicht schaden. Wir sind jetzt dann herzlich willkommen. Und nächstes Mal gewinne ich. Ja, im nächsten Part geht's dann erst weiter. Keine Frage des Parts, habe ich keinen Bock zu diesmal. Und ja, falls euch der Part gefallen hat, Leute, Daumen hoch. Falls nicht, Daumen runter. Jetzt kriege ich eben schon einen netten Kommentar, der in Farbe. Und ja, bis hin zum nächsten Mal. Pokémon Weiß, bis dann.